Was kann man vom Golf fürs Leben lernen? Golf ist abwechslungsreich, du hast mal leichte Tage, das mal schwierige. Und wichtig ist, dass du einfach locker bleibst und ein Lächeln im Gesicht hast und trotzdem an die Sache rangehst. Dass du nicht einfach aufgibst, sondern dich da durchkämpfst, was dann im Alltag oder im Leben natürlich auch brauchst. Ich lerne für mich Demut. Ja. Beim Golf muss man viele Rückschläge einstecken, die man manchmal auch nicht beeinflussen kann. Und ja, im Leben ist es genauso. Viele Dinge kann man nicht beeinflussen, muss man nehmen, wie es kommen. Wir spielen in der Natur, ja, also es gibt einfach Sachen, die passieren. Und so ist es im Leben auch. Man kann nur sein Bestes probieren, dabei bleiben und weiterarbeiten. Am Golfsport haben wir immer Situationen. Man muss sie beurteilen, man muss sie einschätzen, man muss eine Entscheidung treffen. Man führt sie durch und das ist dann im Leben, finde ich, genauso. Beruflich, privat, in der Familie. Man ist immer mit Situationen konfrontiert. Man trifft immer Entscheidungen. Beim Golfsport haben wir die Möglichkeit, mit vielen Entscheidungen zu treffen und mit denen leben und auch akzeptieren zu lernen. Dinge wie Respekt, soziale Kompetenz, Fairness in der Etikette, in den Verhaltensweisen, die das Spiel bestimmen, ist sehr viel die Rede davon, wie man sich gegenseitig unterstützt. Sei es etwas Stille, wenn ein anderer Spieler sich gerade für den Schlag vorbereitet. Sei es dem Spieler zu helfen, den Ballflug zu verfolgen oder wenn der Ballflug schlecht war, den Ball wieder zu finden. Das heißt, die gegenseitige Unterstützung spielt eine große Rolle. Man spielt auch Golf miteinander und nicht so wie andere Spielsportarten gegeneinander. Ein wesentlicher Teil, um erfolgreich Golf zu spielen, ist der Wechsel zwischen Konzentration, ist gleich Spannung, beziehungsweise Entspannung, Freude und Genuss. Die Schlagvorbereitung oder der Schlag selber sind natürlich die Zeit, wo man möglichst konzentriert das Spiel spielen sollte. Und von da weg rasch wieder in eine Entspannungsphase wechseln, den Spaziergang genießen, das Gespräch mit Freunden genießen, den hoffentlich erfolgreichen Schlag noch einmal durch den Kopf gehen lassen und sich dann schon langsam wieder in die Vorbereitung des nächsten Schlages hineinzubegeben, wieder neue Konzentration aufzubauen. Man lernt relativ schnell mit Kleinigkeiten zufrieden zu sein. Man weiß, es geht immer wieder auf und ab, so wie es im Leben auch gibt. Es gibt Löcher, da spielt man das Birdie und ist ganz vorne dabei und dann gibt es wieder ein Loch. Da schießt man weg und muss trotzdem das Beste draus machen. Und so wie im Leben auch, es werden einem immer wieder Steine weggelegt und man muss dann auch wieder das Beste draus machen. Golf ist generell eine Lebensschule. Das heißt, je besser dass man drauf ist, allgemein, umso besser bewegt man sich am Golfplatz oder umso eher hat man die Chance, dass man gut spielt. Es geht einfach darum, im Moment zu sein und jeden Schlag für sich so gut wie möglich zu spielen.